Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Mammut-Video für dich, denn heute ist die Degusta-Box bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Mai in dieser Foodbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt. Es war mal ein eigenes Abo und wurde dann in eine Kooperation umgewandelt. Und ja, vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Box-Team. Ich finde es immer herrlich. Und ihr könnt auch eine Box in diesem Video gewinnen. Also ich verlose eine Box an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ich nehme jetzt die Box mal runter, denn die ist wirklich schwer. Wir haben hier Getränke drin, wir haben hier Essen drin, ne? Essen, trinken, nom nom nom. Und ja, ich bin gespannt. Mai, der Wundemonat, mein Geburtstagsmonat. Ich habe auch bald Geburtstag und ich sehe es so ein bisschen als meine Geburtstagsbox, weil ich jetzt im Prinzip alle Mai-Boxen als meine Geburtstagsboxen ansehe. Wenn die kein Motto haben, ist es jetzt die offizielle Claudi hat Geburtstagsbox. Ich bin da ein bisschen freaky. Ihr könnt auch gerne meinen Code verwenden, da könnt ihr dann die erste Box für 9,99 € anstatt von, müssten dann ja 15,99 € bekommen. Genau, also 6 € Rabatt. Und ja, verlinke ich euch aber auch nochmal alles in der Infobox. Und ja, ich will wissen, was drin ist. Ich finde die großartig. Das ist einfach so eine Box, wo du mal was Neues ausprobieren kannst. Du hast aber auch so, ne, Basics auch immer mit dabei. Man sollte schon ein bisschen offen sein in seiner Nahrungsmittelaufnahme, weil hier teilweise auch Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche Algensachen oder so mit bei sind. Also ich bin schon gespannt, wann der erste Insektenburger sich hier drin verbergen wird. Und ja, da haben wir halt die aktuellen Foodtrends und so weiter mit dabei. Hier haben wir so ein paar Flyer und da sehe ich irgendwas mit Glück. Also hoffentlich ist hier auch eine Glückmarmelade drin. Ich liebe die Glückmarmeladen. Und da gucken wir mal rein, wie es drin aussieht. So sieht es von oben nämlich aus. Ist immer prall gefüllt und ja. Als erstes haben wir nämlich eine Karte mit dabei, die nehme ich dann für Verlosung. Ein Glück, dass es dich gibt, finde ich total schön. Glück ist ja die, ne, gibt es ja Marmelade und Honig und so von. Haben wir öfters mal dabei. Mensch, ganz schön viele Flyer. Dann von Belazar, oder nee, Belzazar haben wir hier noch Weinwerbung mit dabei. Vielleicht ist hier ein Wein drin. Wir grillen nachher, also vielleicht trinken mein Freund und ich dazu ein Weinchen. Mal ganz dekadent, wir trinken eigentlich keinen Alkohol, ne? Aber man muss auch mal ein Auge zudrücken können. So, Oelz, Meisterbäckerei. Habe ich schon gesehen, wir haben hier so geile Oelz-Brötchen drin. Oh, ich stehe auf sowas, ne? Auf so Milchbrötchen und sowas. Hey, etwa noch durstig. Da haben wir von Landpark eine Werbung mit drin. Allerhand Werbung. Und halt hier den Flyer, wo drin steht, was drin ist. Genau. Da sind die Produkte auch noch ein bisschen beschrieben. Und witzigerweise ist tatsächlich das hier auch schon direkt das Produkt des Monats. Und zwar sind das so Milchbrötchen. Mag ich voll gerne. Esse ich mir gerne pur, esse ich mir gerne mit Marmelade und sowas. Ne, das sind halt einfach Alpenfrischmilch-Milchbrötchen. Die werde ich mir nächste Woche einfach essen. Ne, das ist dann quasi Frühstück. Mein Freund auch. 1, 2, 3, 4, 5 passt. Mal 2, 10 Stück sind hier drin. Das ist doch richtig geil. Und ich muss die jetzt eigentlich nicht probieren, weil ich weiß, dass sie sehr gut schmecken. Vielleicht haben wir hier gleich irgendwas mit dabei. Ein Brotaufstrich, was ich damit ausprobieren werde. Aber das finde ich schon mal cool. Also sowas holen wir uns auch immer, ne? Und Eierwaffeln und so ein Kram. Dann haben wir hier Linsenchips drin von Snetz. Käse und Kräuter ist die Mischung, die ich habe, mit Linsenmehl. Sowas mag ich gerne. Das schmeckt halt einfach ein bisschen besonders und das schmeckt nicht so fettig. Fühlt sich auch nicht so fettig an. Genau, man hätte auch keine andere Sorte hier drin haben können, weil manchmal steht auf dem Flyer, hey, guck mal, du hättest auch die und die Sorte haben können. Wir grillen zwar gleich, aber wir probieren das mal, ne? Das kann man machen. Die sehen auch sehr, sehr gesund aus. So, ne? Etwas bräunlicher, beiger. Und nicht so triefend vor Fett. Und so rund. Und mit einem Hab sind die im Mund. Boah. Mm. Das kommt gerade gut. Dieses Käse und Kräuter zusammen. Boah. Mm. Glutenfrei und nicht frittiert. Natürliche Zutaten. Boah, die schmecken wirklich gut. Mm. Und sowas kann man sich dann auch mal nachkaufen. Wenn ich das so in den Boxen drin habe, ne? Würde ich sonst im Laden dran vorbeilaufen. Ich nehme jetzt erstmal ein Getränk raus, weil wir haben ja sehr, sehr viele Getränke drin, wie ich gerade gesehen habe, weil es ist nun mal eine schwere Box. Als erstes habe ich hier 100% Multivitamin von Granini, Trinkgenuss neu, ohne Zuckerzusatz laut Gesetz, okay, Orangen aus nachhaltigem Anbau.
Siehst du wohl. Und das haben wir öfters mal, ne? So eine Granini-Pulle ist auch nie weg. Hätte man auch nicht einen anderen Geschmack drin haben können. Und den werden wir heute Abend auch recht schnell trinken. Wahrscheinlich auch zum Grillfleisch oder so. Ja, das ist lecker. Da schmeckt so die Ananas auch wirklich so raus, ne? Dieses leicht säuerliche. Natürlich ist es hauptsächlich Apfelsaft, aber ich mag das gerne. Mhm. Das gefällt mir. Dann haben wir hier etwas drin. Das werde ich mir dann aber, ich denke, so ja, nächste Woche als Brotaufstrich nehmen von Sopiki. Thunfischsalat. Linsen mit gelben Karotten und Tomaten. Habe ich noch nie wirklich probiert, ne? Thunfisch bin ich jetzt nicht so der Ultra-Fan von. Also ich mache zum Beispiel keine Thunfischpizza, ist nicht so meine Welt. Aber in der Dose esse ich den wirklich gerne. Ich esse auch gerne Thunfisch so als Fisch an sich, als Gericht mag ich das auch gerne. Aber witzigerweise auf Pizza nicht. Sowas mag ich gerne, weil mich das ein Stück weit an meine Jugendzeit erinnert im Ferienlager. Da haben wir sehr viel Alkohol getrunken. Ja. Und dann haben wir uns immer ins Küchenzelt verfrachtet, weil ne, ich war da ja auch mit als Leiter, also als Erwachsen, ne, zwischen 16 und 18 war das, glaube ich, oder 15 und 18. Und dann haben wir immer das Küchenzelt überfallen und haben dann uns die Vorräte an Thunfischdosen und an Maisdosen genommen, haben dann quasi die Flüssigkeit abgegossen und die Dose randvoll mit Remoulade gemacht. Und dann wurde es gegessen. Also gesund war das nicht, aber das war geil. Und wenn du halt wirklich, egal, Zeltlager, sehr viel Alkohol, sehr viel Spaß gehabt, sehr viel in der Sonne gelegen. Aber das erinnert mich halt immer daran, Thunfischdosen und Maisdosen, das ist immer so für mich ein kleines Backflash. So ist richtig rum, ne? Ich sage immer Flashback. Ja, so. Dann haben wir hier also sehr, sehr viele Getränke. Das hatten wir ja schon angeteasert. Landpark Bioquelle Lemon. Das ist halt Mineralwasser mit so einem Hauch von Geschmack. Das trinke ich auch ganz gerne, weil ich gerne auch mein Wasser mit einem Hauch von Geschmack trinke. Ne? Also zum Beispiel den Multivitaminsaft werde ich wahrscheinlich auch verdünnt trinken. Und das kommt in so einem Ding, hatten wir schon öfters auch mal in der Box mit dabei. Das riecht auch leicht limonig. Es schmeckt, als hätte jemand einfach eine Zitrone genommen und das dann so reingeträufelt oder halt Zitronenscheiben reingemacht. Sehr angenehm erfrischend. Jetzt heute haben wir nicht das beste Wetter von der Welt. Über Tag hatten wir ein schönes Wetterchen, aber jetzt haben wir es 17.03 Uhr und da zieht es sich langsam zu. Aber da wäre das perfekt gewesen, schön gekühlt, ne? Das schmeckt gut. Dann habe ich etwas hier drin, das könnte mein Freund vielleicht tatsächlich gleich verwenden. Vegeta Natur für den Grill, das ist ein Gewürz. Das finde ich nice. Das finde ich jetzt richtig, richtig passend auch, ne? Weil jetzt ist Grillsaison, Grill and Oven, also für Grill und Ofen kannst du es verwenden. Und das kannst du dann wahrscheinlich als Würzmischung für den Grill, als Rub, als Trockenrub hätte ich jetzt gedacht, verwenden. Wenn die Geschmäcker tanzen, nichts kann die kulinarische Fantasie so anregen wie der Duft von gegrilltem Fleisch. Egal, ob sie gerade picknicken oder zu Hause die Speisen vorbereiten, mit Vegeta für den Grill gelingt ihnen die Zubereitung der Speisen im Handumdrehen. Ja, das ist einfach ein Gewürz. Cool. Ist auch gar nicht so teuer, 1,69 €, ne? Ist nicht teuer. Okay. Das ist ein kleiner Wein. Belsasar Wermut. Wermut? Wermut, okay. Rosé, oh ja, Wermut. 17,5%, das ist ja gar kein Wein, das ist ja Holla die Waldfee. Das ist ein kurzer. Huh, den sollte man nicht in Weingläsern trinken, sondern eher in kleinen Gläschen, ne? Genau, ja, okay. Was haben wir hier drin? An Menge 5 cl, ne? Ja, also 50 ml sind das dann, glaube ich. Kann man sich halt mal ab und an gönnen, wenn man möchte. Dann habe ich hier noch etwas dabei und sowas finde ich ja immer schön. Alles, was mit Schokolade überzogen ist, ist super. Außer Früchte. Ich mag nicht gerne Früchte mit Schokolade. Nee, ist nicht so meine Welt. Aber Schokocrossis liebe ich. Crunchy Balls mit Vollmilch. Ei, und das ist eine komplette Originalgröße. Wieder verschließbar, aber sowas wird bei mir nicht verschlossen. Also nicht wieder verschlossen. Das wird an einem Abend aufgegessen und eingeatmet und geil. Und das sind halt so Bälle. Und die sind dann gefüllt mit das, was normalerweise in Schokocrossis drin ist. Cool. Oh, lecker. Mhm. Crunchy, wirklich crunchy. Und das ist neu. Mhm. Ich mag das.
Habe ich schon mal irgendwo ähnlich im Geschmack auch gehabt. Was ist denn das, Malteser oder sowas? Das schwirrt mir gerade im Kopf rum. Mm. Hier habe ich was für meinen Freund. Der mag gerne so kalten Kaffee. Eiskaffee von Immergut. 500 Milliliter sind hier drin. Das wird er sich dann wahrscheinlich morgen früh einfach mal gönnen oder so. Ne? Das ist auch ganz, ganz cool. Ja, Eiskaffee. Auf jeden Fall kühlen und dann in so einem kleinen praktischen Pack. Ja, jo. Mache ich ihn mal glücklich. Definitiv. Kann man gebrauchen. Gibt es ein Motto? Nee, ne? Ist einfach die Maybox. Okay. Ja, aber damit, mit den Produkten könnte ich mir auch wirklich vorstellen, meinen Geburtstag zu feiern bislang. Ne? Also so ein bisschen was Kurzes, ein bisschen Süßigkeiten zum Frühstück, damit man nicht viel machen muss. Und das zusammen mit dem Sopiqué. Dazu ein Eiskaffee. Abends grillen, auf jeden Fall. Abends die Chips. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und jetzt gucken wir mal weiter. Und hier sehe ich was drin, Leute. Das lässt mich gerade so glücklich sein, weil das sind Glück-Minis. Ich liebe so kleine Gläschen. Mm. Finde ich das süß. Das finde ich wirklich süß. Pures Glück aus extra vielen Früchten. Hergestellt aus 70 Gramm Früchten je 100 Gramm. Und hier haben wir drin Erdbeere, Aprikose, Himbeere und schwarze Johannisbeere. Oh, komm, wir gucken uns mal diese winzig kleinen Gläschen an. Das ist wie eine Puppenstube. Und ich weiß ganz genau, dass ich diese Gläser aufbewahren muss. Denn meine Stiefschwiegermama in Spee wird darauf fliegen wie sonst was. Denn selbst auf diesen Gläschen steht Glück drauf. Guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Hier oben. Richtig rumhalten. Das ist so niedlich. Das ist unfassbar niedlich. Doch, das finde ich cool. Das finde ich echt süß. Hat auch ein bisschen Urlaubsfeeling, oder? Weil im Urlaub kriegt man ja auch immer so kleine Gläschen oder kleine Verpackungen, dass man da halt die Sachen drin hat am Buffet und so. Süß. Ich finde dich total niedlich. Okay, weiter geht die Wildreise. Hier ist noch was zu trinken. Thomas Henry Tonic Water. 200 Milliliter. Und sowas trinkt man doch eigentlich mit Gin, oder? Gin Tonic dann quasi. Haben wir auch Gin drin. Ach du meine Güte. Ja, dann geht die Party heute Abend ja richtig bei mir und meinem Freund. Wenn der fruchtig frische Geschmack einer Zitrone auf die Bitternis eines Chinens trifft. Cheers. Okay, weil hier ist jetzt noch kein Alkohol drin. Aber vielleicht kommt das noch. Oder macht man das zusammen mit dem? Das weiß ich nicht. Steht das hier hinten irgendwo drauf? Nee, das ist halt nur von der Grillgeschichte, die Werbung, ne? Okay, ja. Also mein Freund trinkt sowas, etwas Bitteres auch wohl, ne? Das ist auch was für ihn. Aber mal gucken, vielleicht haben wir hier noch mehr drin. Dann habe ich hier so einen Sportriegel mit dabei. Das ist für mich fürs Frühstück ganz gut. Erinnert mich ein bisschen an KitKat tatsächlich. Protein-Schoko-Waffel-Sticks. Ne? Das ist das hier. Ein 1A-Frühstück für mich. Also ich drehe jetzt heute am Vatertag, an Christi Himmelfahrt und morgen am Brückentag arbeite ich ganz normal. Dann esse ich mir das einfach zum Frühstück. Ja, Proteinquelle, zuckerarm, das kann man sich gönnen. Also sehr, sehr abwechslungsreich, aber sehr viele Getränke. Gucken wir mal, was das hier ist. Das ist Kirsche Schäferhofe Weizenmick. Wie geil, Kirsche. Mhm. Das ist ein Kirschbier. Das ist voll was für mich. 2,5% Alkohol haben wir hier drin. Und Biermischgetränk aus 50% Schäferhofer Hefeweizenbier mag ich richtig gerne. Auch zusammen mit Banane zum Beispiel. War ja auch damals voll trendy. Und 50% Erfrischungsgetränk mit Kirschgeschmack. Das lege ich mir gleich schnell in den Froster, damit ich das während des Grillens trinken kann. Schön. Das ist echt schön. Okay. Und hier haben wir noch so ein bisschen was von Debenai. Und dann wäre es das gewesen. Okay, was haben wir denn von Develei hier mit drin? Oh, Soßen. Mhm, okay. Das ist ein Honig-Soja-Dressing mit Original, was ist das? Kikkoman-Sojasauce. Okay, das machst du dir halt so über einen Salat oder sowas drüber. Das ist praktisch, ne? Das hast du dann mit dabei. Und dann haben wir hier noch das Sesam-Soja-Dressing mit Original Kikkoman, ich kann es nicht aussprechen, Sojasauce. Ja, und wenn man jetzt halt irgendwie sich einen Salat machen möchte oder so, was jetzt auch zu den wärmeren Tagen, hoffentlich wärmere Tage, kommen wird, ist das eine coole Goodie-Geschichte oder eine coole Geschichte jetzt in der Box zu haben, ne? Und wir haben auch immer werttechnisch einen Wert, der deutlich, also nicht deutlich, aber der ist höher als die 15,99, die man eben für die Box ausgibt. Da bewegen wir uns immer so zwischen
20, 25 Euro so den Dreh. Und wir haben hier auch ausgefallene Produkte, wie ihr gesehen habt, mit dabei. Aber wir haben hier auch sehr krass geile Basic-Produkte, ne? Dass du auch öfters mal Marmeladen mit dabei hast und Getränke einfach mal so ein bisschen, um durchzuprobieren. Und deswegen finde ich die Degusta-Box auch einfach empfehlenswert und richtig geil. Genau, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!